Hi, ich bin der David und ich habe euch vor ein paar Monaten schon mal einen Eindruck hier von dem Bandscheibenvorfall in einem Video gegeben, wo ich ihn bekommen habe. Und ich bin in der Zwischenzeit so oft angeschrieben worden und habe so viele Fragen in den Kommentaren bekommen, dass ich mich dazu entschlossen habe, einfach nochmal ein zweites Video zu drehen, um meine Langzeiterfahrungen und ein paar Hinweise zu den Kosten zum Bestellen für die Schleifbänder und was mir sonst noch hier an dem Teil aufgefallen ist, zu geben. Ja, bevor wir jetzt ein bisschen näher hier zum Bandschleifer kommen, möchte ich euch noch kurz was zu den Kosten und zum allgemeinen Bestellprozess sagen. Da bin ich auch recht viel gefragt worden. Ich habe im Oktober 600 Euro bezahlt plus 40 Euro Versand aus Kroatien nach Deutschland. Mittlerweile sind die Preise, glaube ich, gestiegen. Jetzt kostet hier der Meli 94 mit dem Wechselstrommotor 230 Volt. 750 Euro mit Mehrwertsteuer ist angegeben und ohne Mehrwertsteuer die 600. Warum jetzt die Mehrwertsteuer in den 4 Monaten noch dazugekommen ist, kann ich leider nicht sagen. Aber das sind die Preise, die auf der Website ausgeschrieben sind. Die Website, die packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, und noch zum Bestellprozess. Das war recht unkompliziert. Die Homepage an sich hat ja keinen Bestellbutton, sag ich mal. Man kann keinen Warenkorb füllen und ganz normal bestellen, sondern man muss per E-Mail Kontakt aufnehmen. Das geht auch ganz normal auf Deutsch. Da wird recht schnell geantwortet, zumindest war es bei mir so. Und dann schreibt man einfach seine Fragen, löst auch die Bestellung dann per E-Mail aus und bekommt dann eine Rechnung zugesendet mit den Zahlungsinformationen. Genau, dann bezahlt man und ab der Auftragserteilung hat es bei mir ungefähr eine Woche gedauert, bis das gute Stück dann mit GLS geliefert wurde. Das sind meine Erfahrungen und wie es bei jedem Einzelnen ist, kann ich leider nicht sagen, aber eine Woche hat es ungefähr gedauert. Ja, dann noch kurz zu den Schleifbändern. Das waren auch zahlreiche Fragen, die darum gingen. Ich benutze hier diese blauen Klingspor-Schleifbänder. Die sind in Deutschland hergestellt. Hier aus einer Firma, von einer Firma in der Nähe. Damit bin ich recht zufrieden. Die kann man bei eBay bestellen. Entweder gibt es die als 4er, 5er oder 6er Pack, glaube ich, mit einer Körnung oder als 4er Pack in einer gemischten Körnung von 40er bis 120er Schleifband. Genau, und den Link dazu setze ich euch auch in die Videobeschreibung, sodass ihr direkt darauf zugreifen könnt. Genau, jetzt werden wir das ganze Teil einmal rüsten und einmal laufen lassen, damit ihr einen kurzen Eindruck bekommt, wie aufwendig oder wie wenig aufwendig das Ganze ist. Die Schleifbänder sind laufrichtungsgebunden, da muss man dann drauf achten. Hier sieht man die Pfeile, das heißt, man spannt die hinten erst auf dem Laufrad ein. Legt die vorne über die Umlenkrollen, löst hier den Spanner für diesen Arm, kann diesen Arm rausziehen, schaut, dass es halbwegs mittig drauf ist, auch hinten. Und dann muss das Band noch hier oben über die Umlenkrolle gelegt werden. Dazu hat man hier ein Schnellspannsystem, da drückt man die Feder runter und legt es noch hier oben drüber. Dann zieht man das Ganze wieder raus, drückt den runter, hält den gedrückt, zieht den Arm so weit raus, wie es geht und spannt dann hier mit der Schraube fest. Dann lässt man oben los, die Feder, spannt das Band und anschließend schaltet man den Bandschleifer ein. Und das Band, das zentriert sich dann von alleine. Ich habe die Version hier mit dem Wechselstrommotor. Das heißt, der kann hier mit einem ganz normalen, handelsüblichen Stecker in die Haussteckdose eingesteckt werden. Das Ganze gibt es auch noch mit einem Drehstrommotor. Aber für mich ist der Wechselstrommotor einfach flexibler. Den kann ich einfach überall dran schließen, weil bei uns liegt Drehstrom zum Beispiel nicht in der Garage. Ich bin jetzt hier provisorisch im Keller in der Werkstatt. Hier hätte ich zwar Drehstrom, aber in der Garage ist das dann auf jeden Fall praktischer. Ja, das Ganze hat einfach nur einen Stecker. Wenn man den in eine Steckdose steckt, wo Saft drauf ist, würde der sofort anfangen zu laufen. Deshalb habe ich mir hier eine Steckdose mit Schalter geholt. Das heißt, ich stelle ihn erstmal aus, steck den Stecker ein und dann kann ich mit dem Schalter einfach an-aus
einschalten von dem Bandschleifer. Dadurch gehe ich einfach dem aus dem Weg, dass ich jedes Mal den Stecker raus und rein machen muss, um den aus- und anzuschalten. Ja, wir schalten das Ding jetzt mal ein und dann kann man hier schön sehen, wie das sich zentriert. So, jetzt ist das gute Stück einmal gelaufen und was mir aufgefallen ist, jetzt komme ich zu den Hinweisen durch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Kurz vorab, ich habe hauptsächlich Messer gebaut damit, ich habe teilweise aber auch ein paar Heringe angespitzt für ein Zelt oder sonst irgendwelche Metallarbeiten gemacht. Ich habe auch eine Axt geschärft, aber hauptsächlich habe ich damit meine Messer gebaut. Da komme ich nachher nochmal ganz kurz zu, eine kleine Vorabankündigung am Ende. Auf eine kleine Messerserie, die ich gebaut habe. Ja, das gute Stück lief jetzt einmal und wenn der ein paar Umdrehungen gemacht hat mit einem Band und das Band, das war ein paar Tage nicht in Benutzung, dann lenkt sich das Band, während es ein paar Mal gelaufen ist. Das heißt, hier das Spannsystem kann man runterdrücken und es ist recht lappelig. Und wenn es nicht eine gewisse Spannung hat, dann schlackert das Band hier vorne ganz leicht nach links und rechts. Und wenn man bei einem Messer zum Beispiel hier, wenn man bei einem Messer hier zum Beispiel gerade vorne die Klinge bis zum Griff zieht, dann möchte man die Kante hier ja sehr sauber haben. Und wenn das, wenn das Band dann so leicht am Schlackern ist, dann bekommt man die Kante nicht sauber hin. Das heißt, man muss immer sehr genau darauf achten, dass das Band wirklich gespannt ist. Und das macht man dann einfach nochmal, indem man sicher geht, nach ein paar Umdrehungen. Man drückt es nochmal runter, löst hier die Schraube, zieht das Ganze nochmal raus und macht sie wieder fest. Dann drückt sich hier die Spannung zwar ganz leicht noch nach oben, aber noch nicht in dem Maße, wie sie vorher Spiel hat. Genau, das ist mir aufgefallen. Wenn man es dann so gespannt hat, wie man es gern möchte, ohne dass es schlackert, funktioniert es dann auch und man kann auch filigrane Arbeiten machen. So, dann kommen wir schon zum nächsten Hinweis. Der ist auch hier vorne. Da ist mir aufgefallen, dass im Betrieb, wenn das Band läuft, dass dann die linke Seite, wenn man jetzt direkt drauf guckt, näher oder eigentlich fester gespannt ist als die rechte Seite. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber man merkt es, wenn man filigrane Arbeiten macht, wie ich eben schon sagte, mit zum Beispiel der Anbringung von dem Anschliff beim Messer, dann wird hier vorne, hier auf der rechten Seite, das Band so ein bisschen weiter rausgeschleudert. Das ist jetzt mal übertrieben gesagt, dann wie so eine Delle. Und das ist natürlich nur im Zehntel-Millimeter-Bereich, aber es ist auf jeden Fall bemerkbar. Und da habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, auch durchs Einstellen des Bands hier oben, da habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, wie man das in den Griff bekommt. Ist aber was, womit ich leben kann, nur so als Hinweis, als Erfahrung. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Dazu drehe ich den Bandschleifer mal. Und zwar geht es hier um die Umlenkrollen. Dazu nehme ich das Band mal ab. Hier oben die Umlenkrolle, sieht man, die läuft wirklich gut, die läuft auf Kugellager, so und jetzt hat sie aufgehört zu laufen, die ist wirklich noch super. Hier unten die Umlenkrolle, beziehungsweise die Kugellager,
die laufen echt jetzt ein bisschen, ein bisschen schlechter. Ich denke, da ist einfach ein bisschen Dreck reingekommen, obwohl es geschlossene Kugellager sind. Müsste man mal gucken, ob man das durch Schmieren wieder hinbekommt. Ich habe es jetzt noch nie geschmiert. Ich wollte erstmal so einen Eindruck von geben. Das läuft nicht so gut wie das hier oben. Und auch hier das, das ist ein bisschen schwergängig mit der Zeit geworden. Man merkt jetzt nicht wirklich einen schwergängigen Druck, aber man merkt, dass es nicht so frei und so lang läuft wie das hier vorne. Genau. Auch wenn es nur minimal ist, das ist natürlich immer auch ein Verlust von der Leistung, den der Motor dann auf das gesamte Band bringen kann, weil der Wirkungsgradverlust dann hier von den einzelnen Kugellagern überwunden werden muss. So, noch ein paar Worte zum Motor an sich. Das ist ein 1,1 Kilowatt Motor. Der reicht aus für eine Bandbreite von 5 cm und einer Bandlänge von 160 bis 200 cm. Wenn man jetzt wirklich Druck ausübt auf das Band und auf die Auflagefläche mit seinem Werkstück, dann kann es mal sein, dass er an seine Grenzen gerät, aber da muss man dann schon wirklich feste drücken. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass der Motor ausreichend ist für die Tätigkeiten, die ich beschrieben habe im Messerbau. Allerdings im Dauerbetrieb wird der Motor recht warm. Der wird regelrecht heiß. Der hat hier hinten an der Rückseite zwar noch einen kleinen Lüfter, aber er wird doch recht warm. Man hat jetzt noch keine Defizite gemerkt, dass er irgendwie schwächelt oder das Aufgeben anbahnt, aber das sei mal erwähnt, dass der auch recht warm wird. So, dann kommen wir noch ganz kurz hier vorne zu dem Verstellsystem, die Winkelverstellung. Die ist jetzt dafür gut, dass wenn man die Auflagefläche hier, die Auflagefläche für das Werkstück hier befestigt, die schiebt man hier in eine Führung rein und zieht sie dann mit Hilfe von einer Imbusschraube wieder fest. Das Ganze macht man mit einem 8er Imbus, das heißt alle Schrauben, die man zum Verstellen von Winkeln hier vorne von dem Winkelverstellsystem benötigt oder hier für das Befestigen der Auflagefläche lassen sich alle mit einem 8er Imbus lösen und auch wieder festziehen. So, aber jetzt noch kurz zur Auflagefläche und zum Verstellsystem. Jetzt habe ich die Auflagefläche festgemacht. Das geht mit einer Schraube, beziehungsweise wenn man es wirklich richtig fest haben will, mit zwei. Ich hätte mir bei der Auflagefläche gewünscht, dass sie hier noch ein bisschen einen Hinterschnitt abdecken würde. Das heißt, dass hier nochmal so ein Rechteck drankommt, weil jetzt auch wieder das Beispiel mit dem Messer, wenn ich wieder hier am Schleifen bin und wirklich den Winkel so anbringen möchte, dann muss ich das Messer auch manchmal so ein bisschen nach hinten wegziehen oder nach vorne wegziehen. Und da wäre es einfach schön, wenn man hier noch eine Führung hätte, eine Auflagefläche. So, das dazu. Dann noch zum Verstellsystem. Für viele ist das wahrscheinlich auch ein Grund, den hier zu wählen, den Meli 94, weil man damit einfach einen festgelegten Winkel halten kann. Das heißt, man löst hier hinten die Schraube und kann dann im Verhältnis hier zur Auflagefläche, die sich nicht bewegt, den Winkel hier der Gegenplatte von dem Bandschleifer verstellen. Das heißt, dann kann man hier zum Beispiel einen rechten Winkel, eine Leere anhalten und sich den Winkel hier ausrechnen, der sich dann ergibt. Und dadurch kann man dann auch den Schleifwinkel vom Messer bestimmen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache es einfach immer so, dass die Auflagefläche im 90-Grad-Winkel zur Auflagefläche vom Band ist, weil ich schleife meine Messer eigentlich frei Hand. Ich habe relativ viel Übung mittlerweile, aber Leute mit nicht so viel Übung, gerade im Anfängerbereich, die hätten es dann wahrscheinlich einfacher, wenn die ihr Messer gerade einspannen und den Winkel dann sich so einstellen, wie sie sich vorher ausgerechnet haben. Genau, das ist das, was mir so aufgefallen ist und wie bei mir in der Verwendung ist. Und dann kommen wir gleich auch schon zum Fazit.
Ja, dann kommen wir zu meinem Fazit. Ich wurde auch oft gefragt, ob ich nach den 4 Monaten immer noch zufrieden bin mit dem Bandschleifer. Und ich muss ganz klar sagen, ja. Man muss sich bewusst sein, dass er einige Schwächen hat, wie zum Beispiel das leichte, ungleichmäßige Band. Und auch, was auch klar ist, dass das Ganze überhaupt keine Umhausung hat. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, selbst wenn man jetzt lange Haare hat oder eine Kette anhat oder sonst irgendwas, dass man auf keinen Fall in die beweglichen Teile gerät. Das heißt, man hat überhaupt gar keinen Schutz davor. Man hat auch keinen Notaus, wo drauf man dann hauen kann. Da ist wirklich Vorsicht geboten. Ja, aber trotzdem vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der sehr, sehr gut. Ich würde mir wieder kaufen und ich habe keinen Bandschleifer in der Qualität gefunden, den man wirklich zu dem Preis bekommt oder halt drunter. Ich habe auch recht viel recherchiert. Genau, und ein großer Vorteil davon ist auch die Bedienungsfreundlichkeit mit dem Schnellspannsystem, dass man schnell zwischen den einzelnen Körnungen von dem Band wechseln kann. Genau, und dann gehen wir nochmal ganz kurz runter und ich zeige euch nochmal kurz meine Messer, die jetzt bald rauskommen. Von unten nach oben, die ersten 6, ist ein Küchenmesser und das werden so eher kleinere Allzweckmesser für die Küche und auch für den alltäglichen Gebrauch. Dazu werde ich komplette Mooreiche anbringen und die ganzen Messer sind jetzt fertig mit der Längssatinierung und mit dem Anschliff. Die sind auch gekörnt, das heißt, die kommen jetzt noch zum Bohren und danach werden sie gehärtet. Ganz oben sieht man noch im Kundenauftrag noch ein Outdoor-Messer, was ich ein Bekannter, den ich jetzt im Harz getroffen habe, gewünscht hat für seine Schottlandreise. Das will er dann mitnehmen und das baue ich ihm jetzt noch. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, meine Hinweise und auch Eindrücke vom Bandschleifer haben euch geholfen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.